Hallo und herzlich willkommen bei Typisch Deutsch. Unser heutiger Gast ist eine Frau mit vielen Talenten. Herzlich willkommen, Karin Helmstedt. Hallo. Ehemalige Weltklasse-Schwimmerin, Jazzsängerin, Buchautorin, Superköchin und eine großartige Kollegin obendrein. Die DWTV-Zuschauer kennen Sie als Moderatorin der englischen Ausgabe von Euromax. Mit Karin Helmstedt spreche ich über Reportagen, Rückenschwimmen und Romantik, über das Leben in Deutschland. Ihr Vater ist Deutscher, Ihre Mutter ist Kanadierin. Ist was typisch deutsch an Ihnen? An mich selber? Ja. An mir? Typisch deutsch wahrscheinlich ziemlich diszipliniert, würde ich sagen. Also so die klassische Tugend, diszipliniert. Das habe ich aber pünktlich. Auch sehr viel von meiner Mutter, muss ich sagen. Also meine Mutter ist eine sehr disziplinierte Kanadierin. Also ich denke, weiß ich nicht, das trifft bei vielen Nationalitäten. Sie sind Moderatorin, Sie waren Hochleistungsschwimmerin. Mhm. Es zieht Sie als Jazzsängerin auf die Bühne. Wie wichtig ist so Performen, wie wichtig ist Bühne, Applaus für Sie? Das ist ja eine interessante Sache, weil Jazz-Pop würde ich das eher bezeichnen. Also ich bin keine richtige Jazzsängerin, so würde ich mich nie bezeichnen. Aber mit dem Singen, das ist eine Sache, wo ich eigentlich sehr gerne für mich alleine einfach das Singen ausübe. Es braucht kein Publikum. Mhm. Nee, Publikum ist eher dann, bringt auch ein bisschen Stress mit sich, muss ich sagen. Also das habe ich nicht immer gemacht. Allerdings habe ich früh als Kind war ich sehr viel auf der Bühne und ich denke, ich genieße das natürlich am Ende, wenn alles gut gelaufen ist. Also das finde ich ganz wunderbar. Ist Perfektionismus auch so ein vielleicht typisch deutsches? Ja, und ich würde sagen, das habe ich wirklich sehr früh in die Wiege mitgekriegt. Also, dass man natürlich, wenn man eine Sache macht, dass man es gut macht. Aber mittlerweile habe ich auch gelernt, dass Menschen Menschen sind und man darf auch ein paar Fehler machen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man seine eigenen Kinder dann auch ein bisschen vermittelt, dass man auch selber fallible ist, dass man nicht immer irgendwie alles perfekt macht. Man muss einfach immer sein Bestes geben. Ja, Sie haben Ihre Jugend, Ihre Kindheit dem Schwimmen geopfert. Ist das nicht was für Doofe? Ich meine, jeden Tag die Bahn auf und ab, Kacheln zählen. So kann man das sehen, aber man kann das auch sehen, dass ich auch direkt an einem großen See, einer von den Great Lakes, gelebt habe. Und Schwimmen ist natürlich auch eine sehr wichtige Lebensskill. Ich würde sagen, so all die, die ich kenne, mit denen ich geschwommen bin, meine Brüder und alle. Also wir haben heutzutage natürlich überhaupt keine Angst, in wässerlichen Gebieten zu sein oder auf dem Ozean oder so. Also es ist etwas, wo man sehr viel Sicherheit eigentlich gewinnt für das Leben danach. Und Disziplin natürlich auch. Also ich muss zugeben, also das Training damals, es hatte seine langweiligen Momente. Das war schon zweimal am Tag? Zweimal am Tag. Zweimal am Tag. Die ganze Woche durch? Meistens, ja. Also ab dem Alter von 14, ja schon. Das ist doch Kinderarbeit, oder? Ah, naja, das machen auch heute viel zu viel. Also wenn man irgendwie in einem Sport gut sein möchte, dann muss man natürlich etwas investieren. Wie kommt eine Top-Schwimmerin aus Kanada vor die Kamera der Deutschen Welle in Berlin? Das war eigentlich eher Zufall. Ich habe hier gearbeitet, auch mit dem Kollegen, wie wir vorhin gehört haben. Also ich war hier zur Recherche-Zwecken und habe die Dopingprozessen eigentlich wahrnehmen wollen, die fingen dann im 98 an. Und dann brauchte ich irgendwie ein bisschen täglichen Arbeit und kam zur Deutsche Welle und fing an in Nachrichten oben als Übersetzerin. Und dann kam irgendwann ein Casting. Und dann dachte ich, vielleicht hätte ich mal Möglichkeit, Sport mal zu präsentieren, weil Sport war so ein bisschen mein Bag immer noch zu der Zeit. Und dann kam das Casting, dann habe ich das Casting mitgemacht und war dann plötzlich Germany Today-Moderatorin. Ländliche Gegend in Kanada, Studium in Paris, es war auch noch ein Afrika-Aufenthalt dabei in der Jugend, jetzt Deutschland. Gibt es eine typische Sicht, eine typisch deutsche Sicht auf die Welt, wenn man das mit Kanada, mit Frankreich vergleicht? Ich denke, die Deutschen schauen auf die Welt
in der Hinsicht, ich versuche das jetzt richtig und fehlerfrei auszudrücken, dass die Welt offen ist. Die Deutschen sind natürlich wunderbare Reiser, die sind überall, man trifft Deutsche in allen Ecken der Welt und die sind sehr, sehr hungrig auf Wissen. Ist das so? Ich finde schon. Ja? Ich finde schon. Ich bin in Kanada groß geworden, das war zum Beispiel bei uns nicht jedes Jahr oder jeden Sommer normal wegzufahren. Wir sind sehr oft bei uns geblieben. Die Deutschen fahren so zu allen möglichen Urlaubszeiten weg. Osterferien, Herbstferien, Sommerferien. Sie fliehen vor ihrem Land. Sie haben okay viel weniger Platz, als wir in Kanada hatten. Das muss man auch zugeben. Aber und die wollen neue Sachen sehen, neue Sachen erleben. Also ich finde, die sind sehr, sehr Weltbummler. Spielt das Schwimmen noch eine Rolle in Ihrem Leben? Erkennen Sie noch jemand auf der Straße und sagt, hey, Sie sind doch die Finalistin von 86? Gar nicht, nein, auf keinen Fall. Also Schwimmen spielt noch eine Rolle, indem ich noch sehr gerne schwimme. Und ich habe meine Kinder, also ein Kind ist noch zu klein, sie hat es noch nicht gelernt, aber das wird nicht lange dauern, bis sie das lernt. Und ich schwimme eigentlich heutzutage meistens am liebsten draußen. Das heißt, wenn das Wetter wärmer ist. Ja. Aber dann bin ich wirklich immer sehr gerne am See. Und jetzt so mit dem Blick zurück, wir haben es ja im Porträt schon gesehen, Sie sind angetreten damals gegen, ja, offenbar gedopte Osteuropäische. Ja. Was bleibt da? Hätten Sie mit Doping schneller schwimmen können? War das ein Thema damals? Ganz bestimmt. Ja. Ganz bestimmt. Also ich habe sowas natürlich, ich bin mit sowas nie in Berührung gekommen, aber wir haben eigentlich Mengen trainiert, die auf alle Fälle vergleichbar waren mit was die ostdeutsche Frauen gemacht haben. Also ich kann mir vorstellen, also wenn das gutes Zeug war, dann vielleicht hätte es was gebracht. Also wir sind alle ein bisschen hinterhergeschwommen zu der Zeit und das hat sich auch gezeigt, dass da nichts im Spiel war. Ich hatte wirklich echt gute Kochen von meiner Mutter und und später natürlich, als man an der Uni war, musste man ein bisschen so für sich selber sorgen irgendwie mit dem Essen. Das war alles nicht so. Die einen nicht ganz hatten so einfach. Die einen hatten die Medaillen und die anderen das gute Gewissen. Die DDR hatte das Staatsdoping damals perfektioniert. Das ist vorbei, aber der Betrug im Sport, der geht auch nach der Wende weiter im Osten, im Westen und auf der ganzen Welt. Ja, fairerweise muss man sagen, das sind ja nicht alles Kriminelle oder Böse. Das sind ja Leistungssportler, die haben ihr ganzes Leben lang trainiert. Können Sie das nachvollziehen? Also einer sagte, nach der Startlinie wird die Moral weggeworfen. Da geht es nur um Sieg oder Niederlage. Können Sie das als ehemalige Spitzensportlerin nachvollziehen, dass man sagt, Ja, natürlich. Also was ich weiß, ist, dass der Druck, der wurde immer größer, natürlich je mehr Geld ins Spiel reinkam natürlich. Also damals war es in der DDR auch eine staatsangeordnete Sache, angeblich, um mit dem Westen zu konkurrieren zu können und mithalten zu können. Natürlich haben die dann meistens immer weit hinterhergelassen. Aber ich find's einfach bedauerlich, wenn ich diese ganze Fälle, man wird davon müde eigentlich auch. In Deutschland ist es interessant, wegen dieser Vergangenheit ist man natürlich sehr, sehr minutiös dran, alles auseinander zu dissecken und zu analysieren und immer zu gucken, wer ist dran, mit was, mit wem. Und es ist wirklich ermüdend. Sport ist was Wunderbares und es bringt eigentlich ganz viel in so einem jungen Leben. Das kennen Sie selber. Sie haben auch Kinder, die Sport treiben. Es ist aber sehr, sehr schwierig. Man muss gucken und ich denke, ich hatte Glück, dass ich natürlich aus dieser relativ ländliche Ort meine erste Erfolge erlebt Heile habe. Welt. Ja, ein bisschen schon. Auch natürlich sehr von den Eltern nachgeschaut und behütet und hin und her gefahren. Und jetzt überlegen Sie sich das Staatsdoping in der DDR, was schon wirklich an Kindern ausprobiert wurde. Sie haben diesen Film gemacht, haben wir gesehen. Mhm. Wie ist das, wenn man auf einmal den Gegnerinnen von früher so gegenüber sitzt und sagt, oh Mann, eigentlich hast du mich beschissen damals. Wie haben die reagiert? Ich habe das eigentlich nie mit dieser Gedanke aufgenommen. Ich habe natürlich diese Frauen begegnet und kennengelernt und Interviews mit vielen, vielen Menschen gemacht, um das zu verstehen.
wie das eigentlich war. Die hatten natürlich, die sind viel, viel früher, haben die damit angefangen, also mit dem Schwimmen selber. Die wussten auch meistens nicht. Meistens mit 5 oder 6. Ja. Also ich war schon 11, also da war ich wirklich deutlich älter. Und natürlich war ein System schon vorhanden, was die guten Kinder dann rausgesucht hat. Und da war natürlich eine Internatsektion für viele, was dann natürlich ein bisschen so die Eltern außen vor gelassen hat oder außen an der Seite. Die Eltern hatten dann nicht mehr so eine einen genauen Blick über was da passierte. Und kleine Kinder, also das ist natürlich haben Sie sich also sehr betrogen viele gefühlt? Also ich meine, wenn die ich mich nicht, betrogen ja, gefühlt? Wenn die nicht gedopt hätten damals, hätten sie vielleicht eine Medaille geholt. Ich habe wirklich Probleme gekriegt, als ich angefangen habe, wirklich auf der internationale Circuit zu schwimmen. Weil ich kam dann natürlich rum und ich habe Rumäninnen gesehen, ich habe Russinnen gesehen, ich habe DDR-Mädchen begegnet mit Haaren in unüblichen Orten für Frauen, sagen wir mal, und ziemlich merkwürdige Stimmen. Und natürlich die meisten wirklich deutlich größer als ich. Wirklich deutlich größer, deutlich breiter. Und es war ganz interessant, in Kanada damals war ich immer so eine, ich habe natürlich Fragen gestellt, ich habe mit meinen Trainern gesprochen. Und die überwiegende Anschauung war, du kannst dich damit nicht beschäftigen, weil so kommst du nicht weiter. Du musst eigentlich dein Ziel vor Auge behalten und nicht an sowas Negatives denken. Ja. Und so wurde ganz viel durch den ganzen 80er und 70er sowieso und dann 80er. Also jedes Mal, wenn jemand den Mund aufgemacht hat, wurde gesagt, nee, also das... Als Ernährungsexpertin wissen Sie, es gibt auch Naturdoping, nämlich vernünftiges Essen. Essen, das ist neben dem Wetter das meistdiskutierte Thema der Welt und wird in vielen Ländern inzwischen ein dickes Problem, auch in Deutschland, denn jedes 6. Kind bei uns ist übergewichtig. Ja, die dicken Kinder von Deutschland, begeistert sind sie nicht. Wie ist das bei Helmstedt zu Hause? Gibt es da nur politisch korrekte Rohkost? Nein, überhaupt nicht. Also es gibt eigentlich wirklich in gesunden Mengen von allem. Ich bin eine große Verfechterin von Moderation in all things. Also wir lieben Süßkram, wir lieben natürlich dicke Kuchen und wir essen Fleisch, wir essen Gemüse, aber wir essen natürlich ordentlich Obst. Also ich versuche das wirklich gemäßigt und with viel Variety zu machen. Und mal so ein Hamburger unterwegs ist völlig in Ordnung. Auf alle Fälle. Ein, zweimal im Jahr. Das genieße ich sogar. Ja. Ich finde, ein, zweimal in der Woche geht auch, aber das ist eine andere Geschichte. Mit einem super Metabolismus. Was haben wir in Deutschland für ein Problem, dass unsere Kinder ja dann doch zunehmend immer dicker werden? Wir kennen das Problem, es ist nicht neu. Es steht in allen Zeitungen, was man... Es ist auch nicht nur in Deutschland. Woher kommt das? Ja, ich habe ein paar Theorien, was eigentlich heutzutage das Problem ist. Wahrscheinlich ein bisschen so generell. Also es gibt einerseits Eltern, die viel zu viel arbeiten müssen. Also es gibt das wirklich in den seltensten Fällen oder viel seltener natürlich das Modell, Mama ist zu Hause und guckt nach alles, was den Kindern essen. Sieht so, wie zu, Sie dass, das zu Hause so noch wie erfahren ich das haben. Erlebt habe. Ich auch, ja. Ganz genau, ganz genau. Und was ich hier in Deutschland merke und eigentlich stark bemängele, seitdem mein Sohn Schulkind ist, ist, dass deutsche Kinder, zumindest in den früheren westlichen Teilen, haben keine richtig ordentliche Mittagspause. Diese Mittagspause ist, also bei meinem Sohn auf dem Gymnasium ist es wirklich die längste Pause ist 20 Minuten. Gibt es denn eine Kantine oder Mensa? Es gibt eine Kantine, die ist sehr klein und in 20 Minuten, wenn die ganze Schule oder die ganzen großen Klassen dahin pilgern nicht wollen zu diesen 20 Minuten Pausen, da kommt nicht jeder ran. Ja. Eltern packen, soweit ich weiß, auch von Freunden und Kollegen, wir packen irgendwie ordentlich Pausenbroten rein. Mhm. Aber ein Pausenbrot, also für einen großen Junge, der irgendwie dreimal die Woche Handball trainiert, das ist natürlich, das reicht auch nicht. Und kleine Kinder, bekanntlich, wenn die irgendwie 10, 11, 10, 12 sind, 15 Minuten, 20 Minuten Pausen, die wollen lieber toben. Klar. Ja, die haben eigentlich das Letzte, woran sie denken. Und es gibt keiner, der denen sagt, mach bitte den Pause.
Brotbüchse auf und isst doch bitte was. Und die finden sich dann natürlich auf den Nachmittagsstunden wahrscheinlich immer ein bisschen auf Grundeis. Wie war das früher bei Ihnen als Leistungssportlerin? Ich meine, da war Essen wahrscheinlich ein Riesenthema. Auf der einen Seite Energiezufuhr, auf der anderen Seite musste man ja wahrscheinlich einmal die Woche auf die Waage und der Trainer hat geschimpft, wenn da ein Gramm zu viel war. Also ich muss sagen, ich hatte immer Glück. Ich hatte ein sehr, sehr gutes, ich denke, genetisch waren wir alle sehr begnadet in meiner Familie. Wir waren immer alle dünne Kinder. Wir waren dünn, wir waren wiry und muscly und wir konnten eigentlich alles essen, was wir wollten. Wir mussten eigentlich sehr viel essen, um überhaupt durch dieses Trainingpensum zu kommen. Mhm. Das ist... jetzt habe ich meinen Faden verloren. Die deutsche Küche. Paris war Ort ihres Studiums. Und dann kommt man nach Deutschland. Mhm. Und worüber wir gerade geredet haben, ja, man hat keine Zeit, Essen ist irgendwie so eine Nebenbei-Beschäftigung. Ist das immer noch so, dass in Deutschland Essen nicht so einen Stellenwert hat? Ich meine, wir haben ja einige Sterne-Restaurants. Ganz genau. Ich denke, es hat einen immer größeren Stellenwert. Ich aber denke, das ist wirklich zu so im oberen wahrscheinlich, Teil der Gesellschaft. Wahrscheinlich nur in den höheren Schichten der Gesellschaft, leider Gottes. Also in Frankreich ist das auch so eine Sache. Es ist viel nach außen. Wir sind so ein großes Land der Gastronomie. Zu Hause ist das auch nicht immer korrekt. Und zu Hause essen die Kinder auch viel Süßkram. Und diese Probleme, wenn man nicht ordentlich zur Mittagszeit richtig isst, dann hat man natürlich diese Löcher am Nachmittag, die Kinder dann logischerweise versuchen, damit zu stopfen, mit einfach Snackfood und mit ungesunden Sachen, die wirklich voll mit Starch und Zucker und alles, was sie nicht brauchen eigentlich in dem Moment sind. Wenn ich jetzt das Glück hätte, bei Karin Helmstedt zum Abendessen eingeladen zu werden, was würden Sie auftischen als begeisterte Hobbyköchin? Was ist so Ihr... Je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Auf alle Fälle einen schönen Salat und dann vielleicht einer meiner Lieblingsgerichte kommt aus Südafrika. Das macht meine Patentante sehr gern und sie hat mir ihr Rezept mal verschenkt und das heißt Babuti und das ist eine wunderbare Fleisch- und Milchauflauf. Mhm. Klingt ein bisschen komisch, aber es ist dann wird verschärft mit verschiedenen Zutaten, so ein bisschen bunt zusammengemischt wie ein Curry zum Beispiel, also mit Chutneys und mit verschiedenen Obststücken, frische Bananen. Es undeutsch. Ist ganz ungewöhnlich, es ist eigentlich aus der Malay-Küche. Okay, ich betrachte das jetzt mal als so eine Art Einladung. Wir sind leider schon wieder am Ende. Wir kommen zu unserem knallharten, typisch Deutsch-Spiel. Zwei Antwortmöglichkeiten. Berlin oder Paris? Das ist zu schwer, beides. Kanadischer oder deutscher Wald? Kanadisch. Schwimmbad oder offenes Meer? Offenes Meer. Fisch oder Fleisch? Fisch. Und Wald oder Stadtpark? Wald. Und dann der kanadische. Das war's schon wieder mit Typisch Deutsch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Karin Helmstedt. Wir haben geredet über Deutschland, Doping und dicke Kinder. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wäre schön, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Vielen Dank und bis dahin.